Goodie, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 2 und zur letzten großen Runde in diesem wunderbaren Spiel. Denn wir haben jetzt wahrscheinlich nur noch eine weitere Mission vor uns in A Game of Winter, der zweiten Kampagne, die wir durch das DLC, glaube ich, mit dazu bekommen haben. Und ich bin zwar fix und fertig, aber es ist nur noch eine einzige Mission. Die kriegen wir heute auch noch fertig. Auf geht's. A Game of Winter, erzähl uns was, Herr Sprecher. Das absolute Böse war wieder vereint und eins geworden. Schnellen Schrittes machte es sich auf nach Neukönigsschlund, um dort Melisande und ihren elenden Altar der Wiederbelebung zu vernichten. Die finale Schlacht stand bevor. Und der widmen wir uns jetzt. Auf geht's! Bam, 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 bam. So, erzähl uns, was wir zu tun haben. Und wir werden es so schnell wie möglich ausführen. Sind wir ja eigentlich das absolute Böse wieder, ne? Wir sind so wie am Anfang, in der allerersten Mission, jetzt wieder am Start. Nicht so wie Nun war es endlich soweit, endgültig soweit. Gott, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt. Egal. Diesmal ist es wirklich das Ende. Natürlich. Das absolute Böse stand vor Neukönigsschlund. Die Allianz hatte eine neue Hauptstadt mit altem Namen errichtet. Hier hatte Melisande den neuen Altar der Wiedergeburt im Namen ihres Feuergottes erbauen lassen. Solange diese Gefahr nicht gebannt war, würden Helden Welle für Welle gegen das Böse anlaufen. Der Altar musste zerstört werden. Außerdem war da natürlich Melisande. Die Hohepriesterin des Feuergottes hatte sich als würdiger Gegner erwiesen und als eine Gefahr für das absolute Böse. Würde sie sterben, war die Zerschlagung der Allianz endgültig. Doch solange der Altar stand, würde auch sie immer wiederbelebt werden können. Du glaubst, du hast gewonnen? Ha! Du hast doch keine Ahnung! Der Altar ist geschützt durch die heiligen Steine des Feuergottes. Ihre Barriere ist für euch Abscheulichkeiten undurchdringbar. Allianz, vorwärts! Vernichtet sie! Seid ohne Furcht! Der Altar wird euch retten! Gutes Argument. Ehe das sinierende Böse zum Altar durchdringen konnte, musste zunächst die Barriere zerstört werden. Dazu musste der Feuergott bei den Eiern gepackt. Ich meine, dazu mussten die beiden heiligen Steine des Feuergottes vernichtet werden. Alles klar? Ich wiederhole das nochmal zum Mitschreiben. Erstens Kristalle kaputt machen, zweitens Altar kaputt machen, drittens Melisande kaputt machen. Gut, machen wir. Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist die Karte und es geht nur einen Weg entlang. Gut. Das absolute Böse näherte sich Königsschlund. Es war froh, wieder eins zu sein. Diese Dreifaltigkeit, ich meine Teilung, hatte ihm Kopfschmerzen bereitet. Während es sich hier in die Schlacht stürzte, produzierten seine Kreaturen fleißig Mana, das mit der Zeit stetig in es hineintröpfelte. Zudem hatte es Zugriff auf die Zauber der Fraktionen, also die besten davon. Wir müssen uns ja nicht mit den dümmlichen 0815 Zaubern aufhalten. Natürlich nicht. Das wäre ja albern. Oh. Das Tor von Neukönigsschlund war durch ein geweihtes Objekt gesichert. Darüber konnte das absolute Böse nur kichern. Oder es würde kichern, wenn es jemals einen Laut von sich geben würde. Wie auch immer, das war natürlich kein Hindernis. Schließlich war es eine Verschmelzung mit Barthas eingegangen und konnte auch auf dessen fantastische Fähigkeiten zugreifen. Der Platz war entweiht, der Zugang zur Stadt offen. Entschlossen stapfte das absolute Böse vorwärts. Und wir können alles zaubern. Oh, ist das angenehm. Ja, der Sprecher wird uns jetzt natürlich bis zum Schluss begleiten. Das finde ich sehr schön. Das Gute wird triumphieren. Geht weg und lasst meine Leute in Ruhe.
Ach, guck mal, es gibt sogar noch Tränke. Nein, wie schön. Wunderbar. So, das entweihen wir auch noch und damit ist alles hier safe. Hier geht's wunderbar weiter. Ach, ich freue mich. Wir kommen gut voran. Ich liebe es, das absolute Böse zu sein. Das friedhofsschändende Böse hatte einen solchen soeben entweiht und damit einige Untote aus ihren Gräbern gezerrt. Ich mag keine Katapulte, die machen mir meine Leute kaputt. Ihr könnt nicht gewinnen. Und wie ich das kann. Ein Friedhof wurde entweiht und lockte Untote aus ihren Gräbern. So schön. Sollte mich wundern, wenn wir nicht damit klarkämen. Diese paar Allianzler hatten keine Chance gegen das absolute Böse. Sehe ich genauso. Für überaus angenehm. Das absolute Böse erreichte ein inneres Tor von Neukönigs Schlund. Die Allianz hatte es gut verbarrikadiert. Es würde schwer werden, dort durchzubrechen. Doch da tauchte aus dem Nichts, oder genauer aus dem Nebel des Krieges, ein Todespfeil auf. Das absolute Böse machte sich geistig eine Notiz, diese alsbald umzubenennen. Der Todespfeil schoss auf ein bisschen Dynamit, das, was für ein Zufall, hier gelagert wurde, und sprengte einen Durchgang in den Fels. Aus diesem ergoss sich eine Flut von Hordenkreaturen, die bereitwillig ihrem Herrn den Weg freimetzelten. Und siehe da, das Tor stand offen. Und immer mehr Leute kommen. Wird niemals fallen. Ihr habt keine Chance. Nicht gegen das absolute Böse. Oh, das sieht so gut aus, diese ganzen Leute. Na, wer kommt denn da? So schön. Trank nehmen wir mit. Mühelos vernichtete das absolute Böse ein paar Trottel der Allianz. Oh ja, aber völlig ohne Probleme. Wir hauen ja wirklich alles zu Kleinholz hier. Bisher ist auch nicht viel stehen geblieben, ne? Das absolute Böse hatte nun einen weiteren großen Bereich von Neukönigs Schlund erobert. Es beschloss, die Horde den Bereich sichern zu lassen. Man mag das unklug finden, aber der Barthas in diesem absoluten Bösen wollte Melisandre alleine gegenübertreten. Scheiß Idee. Das alles vernichtende Böse erreichte einen großen Platz. Die letzte Bastion vor Melisandres Rückzugsort. Die Allianz hatte hier ihre letzte große Armee aufgestellt. Dämonen sollten eigentlich über sie herfallen, doch die Portale wurden von Allianzmagiern geschlossen gehalten. Mit Hilfe der Dämonen würde der Platz im Nu überrannt werden.
Das schlaue Böse wusste, was zu tun war. Ja, alles erledigen. Was versucht, meine Dämonen aufzuhalten? Oh, hier drüben ist das Tor kaputt. Dafür musst du sterben. Der Feuergott wird uns beschützen. Aha. Da bist du sicher? Dankeschön. Für die ganzen Erfahrungspunkte. Du hast es vielleicht bis hierher geschafft, aber das wird dir nicht helfen. Die heiligen Steine des Feuergottes schützen diesen Ort. Der Altar ist sicher. Diese Frau hat keine Ahnung. Melisande hatte allerdings nicht bedacht, dass die heiligen Steinchen leider quasi ungeschützt dort herumlagen und natürlich zerstört werden konnten. Also marschierte das absolute Böse los. Moment, was machst du? Nein, du darfst die Steine nicht angreifen. Soldaten, haltet es auf! Das absolute Böse erreichte den ersten der beiden heiligen Steine, die die Schutzbarriere des Altars bildeten. Hier würde es ein paar beherzter Schläge und massiver Gewaltanwendung bedürfen. Haltet ihn auf! Der Stein darf nicht zerstört werden. Einen der Steine magst du zerstört haben, aber der zweite wird bestens bewacht und seine Kraft reicht aus, um die Barriere aufrechtzuerhalten. Das Gute wird siegen. Ich sage nur, dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Helden der Allianz, verteidigt den heiligen Stein. Er darf nicht fallen. Der Altar muss beschützt werden. Melisande glaubte tatsächlich, dass sie und ihre jämmerlichen Verteidiger das unaufhaltbare Böse stoppen könnten. Wie niedlich! Das absolute Böse zeigte sich jedoch unbeeindruckt und machte sich daran, den zweiten heiligen Stein zu vernichten. Ja, was wir sehr gut können. Das zweite heilige Steinchen fiel den Schlägen des absoluten Bösen zum Opfer. Der Weg zum Altar war frei. Es war Zeit für den kümmerlichen Rest der Allianz, sich vor Angst ins Höschen zu machen und zu allen Göttern zu beten, die sie so kannten. Bleibt standhaft, Männer. Der Altar ist nach wie vor in unserem Besitz und aktiv. Wir können immer noch gewinnen. Für den Feuergott! Hätte ich sogar noch einen Trank rum. Den würde ich ja schon gerne mitnehmen. Aber wir bleiben mal ein bisschen hinten. Neukönigsschlund wird niemals fallen. Sicher, Melisande? Davon würde ich jetzt nicht so leicht ausgehen. Erst recht nicht bei solchen Verlusten. Die Heilung hat aber nicht viel gebracht. Oh, da kommt Melisande selber. Das gefällt mir nicht so. Was macht ihr denn hier unten noch? Kümmert euch um die da.
Sie ist viel wichtiger. Oh, ein Heiltrank. Dankeschön. Der hat gut getan. Ihr könnt nicht gewinnen. Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Mhm. Du weißt schon, dass du tot bist. Aber ist okay. Wir entweihen und zerstören hier alles. Der Bereich war gesichert. Der Altar zum Greifen nah. Das absolute Böse wies seine dämonischen Untertanen an, den Platz zu bewachen, und schritt alleine voran. Wenn du willst, dass etwas gut gemacht wird, dann mach es selbst. Bach genau. Sich das absolute Böse. So, von hier aus droht schon mal keine Gefahr mehr. Ich bin dem Feuer entstiegen und wurde wiedergeboren. Du gehst mir aber ein bisschen auf den Senkel, Lady. Beschützt mich mal hier unten. Wird triumphieren. Das hoffe ich ja nicht. Ich bin viel zu schwach. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das sind es oben geblieben. Das ist gut für uns. Dann können wir uns jetzt erst einmal den Heiltrank sichern. Wir bringen den Rest um. Ich will nicht sterben. Das ist nicht meine Ansinn. Ich muss das auch so schaffen. Wir haben noch genügend Mana. Schild der Leere, Eisbombe. Für die Horde. Blitzschlag. Ich kann gar nicht zaubern. Ich werde aus dem Feuer zurückkehren. Ja, ja, mach mal. Ich werde jetzt erstmal auf den Altar gehen. Boah, mal sehen, wie dir das gefällt. Oh, und dann auch noch mit Zaubern. Erste Risse durchzogen den Altar. Sehr gut. So muss das laufen. Schützt den Altar. Er darf nicht zerstört werden. Ja, ist leichter gesagt als getan. Der Altar war fast zerstört, aber eben nur fast. Los, gib dem Möbel den Rest. Na, wie sieht's aus? Es war vollbracht. Der Altar der Wiedergeburt lag in Trümmern und Melisende daneben, tot am Boden. Das absolute Böse hatte gesiegt. Ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ich habe gelesen, dass die Entwickler den Schwierigkeitsgrad ordentlich angehoben haben. Du kannst stolz auf dich sein. Ich will hier jetzt gar nichts mehr sagen. Das kommt dann alles in der Outro-Sequenz. Aber es hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns bei Teil 3. Oh, Moment, das hätte ich gar nicht sagen dürfen. Ich meine, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Besiegt. Die rote Priesterin ging mit einem langgezogenen zu Boden und hauchte ihr Leben aus. Da das absolute Böse bereits den Altar der Wiederbelebung in Schutt und Asche gelegt hatte, war auch gewährleistet, dass ihr Ableben dieses Mal endgültig sein würde. Ebenso würde kein anderer Held der Allianz mehr wiederbelebt werden, sondern zuverlässig verschimmeln, sobald man ihn einmal niedergestreckt hatte.
Es war ein auf ganzer Linie glorreicher Sieg. Das absolute Böse war nicht nur wiederhergestellt und hatte die bösen Völker vereint, sondern es hatte die Gutmenschen auch vernichtend geschlagen. Horde, Dämonen und Untote jubelten ihrem Meister zu. Eine Ära des Schreckens begann für die Reiche der Allianz. Eine ewig andauernde Herrschaft des Bösen. Aber würde die Herrschaft des Bösen wirklich ewig währen? Schließlich neigt doch alles Böse dazu, irgendwelche Helden mit mehr Glück als Verstand anzulocken, um von diesen besiegt zu werden. Sollten die Tage des Bösen also bereits wieder gezählt sein? Tja, wie man weiß, sind aller guten Dinge drei. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.